Drahtdrehtlose Rundtour. Wir haben das Häuschen Nummer 11. Sehr beschaulich, super schön grün. Man muss auch sagen, heute ist einer der heißesten Tage. Es gab Hitzewarnungen. Und ja, also das ist der Eingang. Wir haben es uns eben eine Sekunde angeschaut und bin einmal durchgelaufen. Und jetzt zeige ich euch alles. War gerade oben, bin noch ein bisschen außer Puste, aber das wird gleich funktionieren. Also das ist so der Eingangsbereich. Das bin ich. Hi. Und ich mache mal tatsächlich die Tür zu, denn wir haben ein persönliches Highlight hier. Hier in der Stube ist eine Klimaanlage und die ist bei dem Wetter wirklich Gold wert, würde ich sagen. Der Flur ist zweckmäßig, würde ich sagen. Hier sind fünf Haken dran. Ich denke, das passt. Hier im Sommer haben wir sowieso keine Jacken mit. So, und das ist das WC. Es riecht ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Wir haben hier auch Licht. Eine zweckmäßige Dusche mit Sitz. Ja, Sitz finde ich gar nicht so schlecht. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Also, wer es hat, ist schon nice to have, ja, sitzen zu duschen. Zu Hause haben wir das nicht, aber ja. Toilette. Moment. Ja. Also trägt unsere Sachen rein vom Parkplatz. Wir konnten hier ja ziemlich nah dran parken, aber ein paar Schritte und Treppen haben wir dennoch. Und ja, ist das hier für... klappt nicht. So, es gibt verschiedene Zimmer und hier stehen zwei Betten drinne. Deswegen, ich denke, Ozak und ich nehmen das, weil wir halt zu zweit sind. Und ansonsten sind nur noch einzelne Jungs da anwesend und da stehen dann drei Betten drin. Wir haben hier noch einen Kleiderschrank und zwei Stühle. Das finde ich ganz gut. Ja, also würde ich sagen, mehr wie ausreichend. Ich denke schon, dass wir das Zweierzimmer nehmen. Erstens sind wir die Ersten hier in dem Haus. Wir haben ja zwei gebucht hier. Und zweitens denke ich nicht, dass irgendjemand mit uns als Ehepaar in einem Zimmer schlafen möchte. Das ist der Stubenbereich. Ledercouch, Kamin, ja, nicht schlecht. Holzmöbel, also die Möbel, die gefallen mir sehr, sehr gut. Hier mit diesen Astlöchern, schön rustikal. Finde ich sehr cool. Wir haben hier eine komplette Fensterfront. Mega gut. Auch mit Vorhang kann man auch zumachen. Und die Klimaanlage, die taugt auf jeden Fall was, ne? Ich bin jetzt einmal rausgelaufen. Hier gibt es auch Außenlicht. Hier gibt es nochmal so einen Schuppen. Da sind nochmal weitere Tische drin, ne? Denn wir machen ja LAN. Das heißt, alle müssen an ihrem PC sitzen. Und ja, ansonsten können wir hier draußen rauchen, chillen. Hier ist noch Platz für einen Sonnenschirm. Und das ist einfach sehr, sehr grün. Wir kommen in den Küchenbereich. Und den haben sie hier. Ja. Würde ich sagen, gut reinbauen können. Hier hätten wir so einen Tee, Wasserkocher, Toaster, finde ich schon mal nicht schlecht. Achso, Kaffeefilter. Achso, hier ist nichts drunter. Das ist ein Fake-Fach, habe ich auch noch so nicht gesehen. Kaffee. Ja, das geht zur Not, würde ich sagen. Aber Kaffeemaschine ist auch am Start. Ja, genug Teller, Geschirr. Ja, das ist ausreichend, würde ich sagen. Ja, Töpfe. Schneidemaschine? Wild. Geschirrspüler ist wirklich sehr nice. Und einen Ofen und noch zwei Pfannen. Also, das ist ja komplett Ausstattung. Hier mehr braucht man wirklich nicht. Bettbezüge sind auch da. Und wir gehen einmal hoch und ich zeige euch die Zimmer oben nochmal. Und zwar ist hier im Schlafzimmer Nummer 2. Hier ist das Ehebett drin und ein Kinderbett, Kleiderschrank und Kommode, auch mit Sitzmöglichkeiten. Hier gegenüber auch Einzelbett, Schrank, Doppelbett. Und wir haben hier oben auch, ah, eine Waschmaschine. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ein Bad. Auch mit richtiger Dusche. Und wir haben hier noch eine Abstellkammer drin. Genau, mit Staubsauger. Ja, also wir pennen hier zu siebt drin. Wir sind insgesamt 13 Leute.
Und wir haben halt zwei Häuser gebucht. Ich würde sagen, das ist mehr wie ausreichend. Wir haben auch noch zum Beispiel Nachttischlampen, ein bisschen Deko. Ansonsten ist es sehr minimalistisch gehalten, würde ich sagen, aber komplett zweckmäßig. Wir werden sehr gespannt sein, wie wir uns die 4 Tage vertragen und was wir alles zu essen machen können und welche Spiele wir alles spielen können. Rosa trägt gerade unsere Sachen schon rein. Wir müssen jetzt aufbauen und dann geht's los. Ich glaube, wir wollten heute noch grillen auf jeden Fall. Aber es gefällt mir richtig gut mit dem ganzen Holz. Auch mit den Schränken und so. Und ja, also die Decke, das wollen wir in der Fevo auch so ähnlich machen, auf jeden Fall. Das gefällt uns richtig gut. Und hier wird es schon voller. Da müssen wir mal gucken, wie 7 Leute dann hier Platz haben. Das wird spannend, aber die Jungs, die kennen das Objekt hier schon. Ist schon approved, auch mit so vielen Menschen. So, hier habe ich jetzt nochmal eine Infotafel gefunden. Also, so sehen die Ferienhäuser aus und die Ferienwohnungen. Hier könnt ihr auch einmal die Preise sehen. Ich weiß jetzt nicht, was wir bezahlt haben. Osaka hat bezahlt für uns beide. Und wir haben ja nicht nur den Haustypen bezahlt, sondern auch Essen und Trinken. Ne? Das teilen sich natürlich alle. Ja, ansonsten ist jetzt ein Tag später sozusagen, so ist der Ferienpark aufgebaut. Zweckmäßig, aber ich als Mädchen muss sagen, dass überall ein bisschen Spinnenbabys sind. Ja, also wir haben ja die Stube komplett umgebaut, dass da halt 7 Leute mit PC sitzen können. Vielleicht mache ich euch dann nochmal ein Foto, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall episch. Wir haben jetzt auch ganz viel Zephyrus gespielt. Also hier ist richtig geiles Internet. Genügend Extratische halt dafür, dass man halt auch LAN machen kann. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ansonsten kann man hier auch einfach richtig gut Urlaub machen in Nieheim. Und jetzt aktuell, wo wir hier sind, findet auch das Käsefest statt. Und ja, da bin ich ein bisschen zu Fuß unterwegs. So, inzwischen sind wir wieder zu Hause angekommen tatsächlich, aber wir haben ganz vergessen, also zu filmen, wie die Terrasse aussieht, ne? Also ihr konntet sie so ein bisschen durchs Fenster sehen. Also da gehört noch überall der Terrasse zu diesen ganzen Objekten. Und ja, wir haben jetzt gewartet, bis wir jetzt wieder zu Hause sind, um euch noch einen Fazit zu geben. Also einmal, hattest du noch die Website für mich, wie das Objekt genau heißt Genau, und wie teuer das war? die Webseite findet ihr unter www.natur-ferienpark.de in Nieheim. Die haben auch eine E-Mail-Adresse, die heißt auch info@natur-ferienpark.de. Es gibt verschiedene Häusertypen, die ihr sozusagen buchen könnt. Und zwar einmal das Typ A, so eine Doppelhaushälfte für bis zu 7 Personen. Heißt Das also hatten mit wir, ne? zwei Badezimmern, drei Schlafzimmern, einer oberen Etage, Geschirrspüler, Waschmaschine, mit freiem WLAN. Klimaanlage war besonders gut, muss ich nochmal Die sagen. war wirklich Wir hatten wichtig. Bei ja, so vielen PCs und Menschen kann man sich genau, wir nicht hatten ja vorstellen. sieben Computer aufgebaut gehabt bei Ja. uns und mit der Klimaanlage war das richtig gut. Dann gibt's Grills und eine Außenterrasse mit jeweils den, Den Grill hattet ihr gesehen. ja, Genau. mit Waren Stühlen und Tischen dazu. kleine Grills, aber wirklich mehr wie ausreichend. Also total zweckmäßig. Das reicht auf jeden Fall. Wir hatten am ersten Abend hatten wir Doppelgrill gemacht, ne, weil wir 2 Häuser hatten, wir 2 Grills. Und am nächsten Mal grillen hatten wir nur noch einen Grill an, weil das ist von der Menge halt völlig ausreichend. Genau. Ansonsten kann man noch sagen, es gibt noch einen größeren Typ, also ein Typ B-Doppelhaus. Da können bis zu 9 Personen drin Platz haben. Das ist 82, nicht 72, 82 Quadratmeter Wie groß. groß war unser Haus? Unsers war 79 Quadratmeter groß, also 3 Quadratmeter mehr, weil dort noch oben die Dachgeschosse mit dabei sind. Da stehen dann noch zwei Einzelbetten mehr, Doppelbett und natürlich noch einen Abstellraum. Und das Wichtigste ist, es war halt alles, Kurtaxe ist mit drin, lokale Steuern, Buchungspreise. Als Endreinigung muss man das ganze Besen rein übergeben. Also es ist Das haben wirklich wir auch gemacht, haben alles da ausgefegt, alles alles wieder ordentlich. zurückgestellt natürlich und alles Genau, ausgefegt. Ja, Bettwäsche und wie auch teuer? vorhanden. Da müsste ich nochmal kurz reingucken in die Parkpreise, aber ich könnte jetzt mal einfach eine Buchung von, sagen wir mal, ja, sagen wir 1. Oktober bis zum 8. Oktober prüfen. Dann sieht man hier Das ist ja für. 7 Tage, hast du Achso, gesagt. warte, dann machen wir mal nur einen Tag. Dann machen wir mal nur vom 1. bis zum 2. Nee, man Ich muss glaube, so wichtig ist es jetzt doch nicht. 3 Tage muss man mindestens nehmen. Also 3 Tage für 2 Personen sind 461 Euro.
Ja, also das Ja, wäre aber ich meine, je ungefähr mehr Personen man ist, desto günstiger wird es ja, ne? richtig, genau. Dann machen Das, wir 7 Personen. also wir haben jetzt immer 7 Personen für 3 Tage und da wird, kostet es dann insgesamt für die Gesamtpersonenanzahl, Wir waren ja 4 Tage da. genau, nur 601 Euro dafür, dass 6 Personen jetzt drin sind. Dann rechnet man den Gesamtpreis, diese 600 Euro durch 6 sind halt für jeden so pro Tag circa 60 Euro, sage ich jetzt. Nee, weniger, ich kann es gar nicht ausrechnen. Ich müsste es ja noch durch 3 rechnen, also pro Tag. Nee, stimmt, oder? Nee, ja, doch, nee, für 7 Personen 610, 601 Euro und das Okay, nur durch 3. wir stellen fest, es wird teurer, wenn mehr Leute dort sind. Und Aber der Gesamtpreis sinkt ja insgesamt, weil ja mehr Leute sich den Preis teilen. Wenn nur 3 Leute 400 bezahlen und 6 Leute 600 bezahlen, wird es ja günstiger. Das ist ja jedem klar. Ja, also. lassen wir das so stehen. Die Preise ändern sich also je nach Unterkunft und Personenanzahl. Wir Genau. wussten das jetzt nicht insgesamt, weil wir haben, das hat jemand organisiert und wir haben einen höheren Betrag gezahlt, einfach, dass auch Essen, Trinken, die Spiele teilweise, ne, das war dann all in all, ne, das wurde aber alles ganz, ganz vernünftig geregelt und da sind wir auch sehr, sehr glücklich mit. Wichtig noch, Strom wird separat nach der Abreise abgerechnet. Das Ja, ist auf dann die den Leuten, Stromrechnung warten wir das doch. ist ganz wichtig, das steht auch nochmal mit dabei. Und die Unterkünfte sind teilweise Wochen und Monate im Voraus ausgebucht. Das ist auch sehr wichtig, weil es eine sehr gute Lage dort ist im Naturferienpark, ja. Genau, ich habe auch nachgeschaut, so was kann man in der Umgebung machen, falls ich nicht zocken möchte. Und da ist auf jeden Fall ein großes Freizeitbad. Man, es ist eigentlich, die Leute fahren dahin, um zu wandern, ne, sind wir mal ehrlich. Oder die Natur zu genießen, einfach entspannen, rauskommen. Manche wollen ja die Fevo ja gar nicht verlassen. Genau, mit Hund und Haustier ist auch erlaubt. Also man kann Tiere mitbringen, das ist alles super gut. Ja, hat man auch Dann, gesehen, welche mit Hund. genau, dann haben wir ja die Stadt, einmal die Altstadt von Nieheim drumherum, Entspannung, man kann Fahrräder ausleihen und. Auch abgesehen halt davon, dass die nächsten größeren Städte wie beispielsweise Paderborn nur 35 Kilometer entfernt sind. Also in einer halben Stunde ist man in der nächsten größeren Stadt, falls man doch noch was machen möchte. Ja, Paderborn sehe ich jetzt nicht so als große Stadt an, Naja, als aber. Ur-Berliner, aber okay. Ja, ist unbeauftragt, also haben wir alles selbst bezahlt. Aber wisst ihr ja, dass wenn wir im Urlaub sind und wir da eine Fevo irgendwie buchen, haben wir ja schon öfter so eine Roomtour dazu hochgeladen. Für andere Reisegäste oder reisewillige Menschen finden wir immer ganz gut. Und ja, das war das ganze Video. Morgen geht's weiter mit unserem Aufenthalt. Also es gibt 2 Videos. Eins hattet ihr schon gesehen von unserer Anreise und es gibt dann noch ein Video von unserer Abreise. Das werdet ihr dann morgen sehen. Und 4 Tage haben wir da insgesamt verbracht und war ein schöner Urlaub, waren schöne 4 Tage dort. Ja, hat uns gut gefallen. Ich verabschiede mich. Tschüss!